Es gibt ja auf diesem YouTube-Channel ungefähr so drei, vier verschiedene Gruppierungen, die sich ja hier regelmäßig treffen und natürlich auch Videos sich wünschen. Ich möchte, wie gesagt, im nächsten Jahr mehr verstärkt auf Reihen eingehen zu bestimmten Themen. Habe es ja gestern im Video schon gesagt zum Thema Kapitalerträge und das nächste sind natürlich die Einkünfte nach § 21 des ESTG und zwar die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht, die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch die Steuern mit Kopf Community. Dort mitdiskutieren über Steuertipps, Steuernews und How-Tos zur Steuererklärung. Ja, das Thema Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung war ja auch auf diesem YouTube-Channel schon mal sehr aktuell. Wird jetzt noch wieder aktuell. Ich plane nächstes Jahr eine sehr ausführliche Reihe nochmal dazu mit Steuertipps, Steuernews und allem Möglichen, was man da so wissen muss. Auch mit Alex und mir, die von Immobilien mit Kopf, verlinke ich euch hier oben. Ist nächstes Jahr ein sehr ausführliches Jahr, How-to und sonstiges rund um das Thema Steuern und Immobilien geplant, das man natürlich hier optimieren kann. Ich habe ja auch schon das Thema vermögensverwaltende GmbH angesprochen. Auch das werde ich im nächsten Jahr noch ein bisschen ausbauen, weil da habe ich, wie gesagt, als Praktiker aus der Steuerberater, als Steuerberater und natürlich auch als Selbstanwender einer Holdingstruktur, kann ich da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Deswegen wird da auch im nächsten Jahr ein bisschen mehr dazu kommen. Ansonsten, wie gesagt, es ist auch so, dass natürlich viele Immobilienbesitzer auch in meinem Mandantenkreis sind. Von daher weiß ich da auch ein bisschen was so, wie das so im Alltag abläuft. Und auch, wie gesagt, für Steuerfachangestellte ist das wirklich ein sehr heißes Thema. Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung wird aber jetzt nur so ein grober Überblick, sind grundsätzlich zu besteuern mit dem persönlichen Steuersatz von 0 bis 45% inklusive Soli und natürlich Kirchensteuer. Verluste können auf der anderen Seite komplett mit allem verrechnet werden. Deswegen sind Immobilien auch oftmals ein Steuersparmodell. Hier natürlich auch zum Beispiel denkmalgeschützte Objekte, dass man sagt, okay, man nutzt hier diese Anlaufverluste, um massiv Steuern zu sparen. Und nach 10 Jahren, komme ich ja morgen auch noch dazu, kann man diese natürlich steuerfrei veräußern. Der Paragraph 21 betrifft aber nicht nur die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sondern natürlich auch hier grundstücksgleiche Rechte oder zum Beispiel auch Rechte. Denn du kannst zum Beispiel auch schriftstellerische, wissenschaftliche und wirtschaftliche, ja, Rechte, sage ich mal, vermieten und die jemand anders sozusagen zur Nutzung bereitstellen. Das würde zum Beispiel auch hierunter fallen. Es gibt aber hier natürlich auch noch andere Fallen, denn zum Beispiel ist es so, dass es natürlich auch hier die Airbnb-Falle gibt. Video dazu habe ich hier oben schon gemacht. Da ist es nämlich so, dass es hier natürlich die Gefahr gibt einer gewerblichen Infizierung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die ja grundsätzlich auch den Überschusseinkünften einzuordnen sind. Aber es kann natürlich hier sein, wenn hier eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt, dass du hier in den Paragraphen 15, den ich ja auch schon erläutert habe, rutschen kannst. Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gibt es noch so das ein oder andere Thema. Hier natürlich zum einen natürlich auch, dass es hier Liebhaberei gibt, aber auf der anderen Seite auch den Paragraphen 21 Absatz 2 Satz 1. Und zwar der Fremdvergleich bzw. hier die 66%-Grenze mit der ortsüblichen Miete. Diese muss natürlich eingehalten werden, sonst führt dies zu einer Streichung der anteiligen Werbungskosten. Beispielsweise hier, wenn du nur 50% der ortsüblichen Miete verlangst, dann kannst du auf der anderen Seite auch nur 50% der Werbungskosten abziehen. Denn beim Thema Werbungskosten sind wir hier natürlich zum einen bei der AFA, Video habe ich auch schon gemacht, Absetzung für Abnutzung, also die Wertminderung des Gebäudes, Schuldzinsen, also die Zinsen, die du an die Bank zahlst, Tilgung ist aber hier ausgeschlossen und natürlich auch dann alles andere, was du hier mit Renovierungskosten und so weiter und so fort natürlich beachten musst. Eine Falle ist natürlich auch noch das Thema Erhaltungsaufwendungen, die hier zu anschaffungsnahen Herstellungskosten führen können, innerhalb von 3 Jahren, und zwar wenn sie 15% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudewertes übersteigen. Das jetzt, wie gesagt, mal so als kurzer Überblick, als Einstieg. Ich werde diese Themen natürlich noch sehr ausführlich nächstes Jahr behandeln, denn wie gesagt, nächstes Jahr gehen wir verstärkt auf das Thema ein Immobilien, Aktien, Unternehmen, hier natürlich auch Steuern sparen mit Unternehmen, aber natürlich auch mein Spezialgebiet, wie gesagt, die Holding, Kryptowährungen wird es mir geben und natürlich auch Influencer, E-Sport und Ähnliches. In diesem Sinne, das war es für heute mit diesem kurzen Video zum Thema Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.